Füssen ist mit gut 14.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Ostallgäus. Die Ursprünge der Stadt reichen bis in die Römerzeit zurück, worauf sich auch der Ortsname bezieht. Er stammt aus dem lateinischen Wort Fauces, was übersetzt Schlund bedeutet und bezieht sich wohl auf die Schlucht am Lechfall. Eine andere Theorie besagt jedoch, der Name kommt von Fötibus oder Fötes und wird als Latinisierung des germanischen Wortes Fot für Fuß verstanden. Der Ort entwickelte sich an der von Norditalien nach Augsburg führenden Römerstraße via Claudia Augusta, die Kaiser Claudius um 50 nach Christus anlegen ließ. Im späteren 5. Jahrhundert wurde das römische Kastell geräumt. Im Jahre 748 soll Magnus, ein später als Heiliger anerkannter Missionar aus St. Gallen, am Ort eine Zelle eingerichtet haben. Durch den Zuzug weiterer Mönche entstand im 8. Jahrhundert das nach ihm benannte Benediktinerkloster St. Mang. Um dieselbe Zeit wurde wohl auch ein fränkischer Königshof angelegt. Ab 1313 gehörten Kloster und Stadt den Augsburger Bischöfen. Das Benediktinerkloster St. Mang wurde im 9. Jahrhundert als Eigenkloster der Bischöfe von Augsburg errichtet. Die Gründung reicht jedoch zurück auf das Wirken des Einsiedlers Magnus, der hier eine Zelle und ein Oratorium erbaut hatte und dort auch verstarb. Die Gründung der Abtei war nicht nur religiös motiviert, im Hintergrund standen auch handfeste machtpolitische Interessen. Immerhin lag es an der im Mittelalter bedeutenden Fernstraße von Augsburg über die Alpen nach Oberitalien und an der Füssener Enge, dem Durchbruch des Lechs aus den Alpen. In der Zeit der Gegenreformation wurde ein mächtiges Barockkloster erbaut, welches, zusammen mit dem Hohen Schloss, bis heute das Stadtbild prägt. Die Umgestaltung der mittelalterlichen Basilika in eine Barockkirche sollte zum architektonischen Symbol der Verehrung des heiligen Magnus werden. So findet man die Lebensgeschichte des Heiligen auf nahezu allen Bildern in der Kirche. Bereits im Dezember 1802 wurde das Kloster im Zuge der Napoleonischen Kriege durch das Fürstenhaus Oettingen-Wallerstein besetzt. 4 Monate später, 1803, die Mönche vertrieben. Heute sind die Klostergebäude weitgehend im Besitz der Stadt Füssen, die hier unter anderem ihr Rathaus eingerichtet hat. Die Kirche fungiert als Pfarrkirche. Von 1486 bis 1505 erbauten die Augsburger Fürstbischöfe das Hohe Schloss über der mittelalterlichen Stadt. Die ehemals spätgotische Burganlage wurde danach zur Sommerresidenz der Augsburger Bischöfe. Als Folge der Säkularisation wurde Füssen 1803 Teil des Kurfürstentums Bayern. Das Hohe Schloss beherbergt heute das Finanzamt.